Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit 7 Days to Die. Ich grüße euch. Hallöchen Leute, es geht wieder weiter. Nachdem wir jetzt beim letzten Mal so schöne viele Aufgaben erledigt haben, so schöne viele Punkte bekommen haben und dann auch noch die Schmiede gebaut haben und das Fahrrad bekommen haben, wollen wir jetzt heute weitermachen und die nächsten Aufgaben machen, um natürlich dann auch weitere Punkte zu bekommen. Das wird bestimmt richtig nice. So Leute, aber denkt daran, Däumchen mehr ein Träumchen, jetzt ein Like da lassen, dieses Video damit unterstützen. Dankeschön dafür. Vielleicht einen Kommentar da lassen und kommt in meine Livestreams. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag um 20.30 Uhr bin ich live auf meinem Hauptchannel und auf Twitch. Links in der Videobeschreibung. So Leute, aber jetzt geht's ab in die Folge. Weil Doc Tendo, der allerechte Apokalypse-Man, ist hier schon am Start. Apokalypse-Man, das hört sich doch geil an. Apokalypse-Man, das ist geil. Okay, das behalten wir bei. Apokalypse Man. So, mein Inventar ist weitestgehend leer. Das heißt, wir können schalten und walten. Das Fahrrad liegt bereit. Und jetzt werden wir uns eine wunderschöne Aufgabe nämlich holen beim Händler, weil wir haben nämlich noch früh morgens. Ne? So, das heißt, wir können nämlich jetzt hier schalten und walten, wie wir möchten. So, hast du eine Aufgabe? So, und zwar machen wir nämlich jetzt beseitige vergrabene Vorräte. Machen wir erstmal das, was am weitesten weg ist, weil jetzt haben wir ein Fahrrad. Disappoint me. And you'll find yourself on the wrong end of a rope. La 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 la. So, bin ich mal gespannt, Leute. Wenn ich mal. Oh, warte mal, bevor wir uns losmachen. Erstmal schnell gucken. Die Schmelze, Leute. Erstmal schnell gucken. So, weil hier haben wir nämlich jetzt schon ein paar Sachen drin. Okay, das ist das hier. Okay, ich habe aber noch nicht wirklich etwas, was ich da reinschmeißen kann. Deswegen, wir müssen dann erstmal wieder Rohstoffe sammeln. Aber jetzt lohnt es sich ja, Leute. Es lohnt sich ja. So, wir müssen in diese Richtung dort. Jetzt werden wir sammeln wie ein Wahnsinniger, ey. Ich bin immer froh, wenn so ein bisschen Fortschritt drin ist. Jetzt haben wir das Fahrrad. Jetzt freue ich mich dann schon auf das Minimotorrad, dann auf das Motorrad und dann natürlich auf den Truck. Ach, und vor allem, was richtig geil ist, sind immer bessere Waffen. Waffen sind immer geil. So, Leute, jetzt... jetzt bin ich angeeckt. Jetzt geht's erstmal zur Aufgabe. So, Leute, bin ich mal gespannt. So, zack. So, wollen wir erstmal hier das Nest erstmal gucken, ob da Eier drin sind. Jawohl. Sehr schön. So, dann mal hier die Aufgabe gestartet. Sehr cool. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier ganz schnell zu dem begrabenen Vorräten jetzt kommen. So, zack, 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 zack. Wie gesagt, mir geht es persönlich darum, dass ich so schnell wie möglich die Aufgaben abgearbeitet bekomme, dass ich natürlich dann auch die Punkte bekomme. Ah. Und damit ich so viele schöne Fortschritte wie möglich mache. Ja, war klar, ne? War klar. Natürlich sind wir hier nicht alleine. Natürlich sind wir nicht alleine. Jetzt kommen sie schon zu zweit. Tata, das finde ich wunderbar. Nee, zu dritt sogar. Die kommen zu dritt. So. Ey. Hör auf damit. So. Wir stehen übrigens wieder vor dem nächsten Punkt, Leute. Das ist cool. So, okay. Das ist cool. Das freut mich. Wieder ein Pünktchen, Leute. So. Bin ich mal gespannt. Ich gehe mal erstmal her und tue natürlich dann hier erstmal das ein bisschen einengen, das Feld, damit ich ungefähr weiß, wo es dann liegt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen zeitraubend, das tut mir auch wirklich leid. Aber so weiß ich, wo ich dann ungefähr... So muss! Hallo! Das Zombie! Weg! Sag mal. Gibt's ja nicht. So, um den Punkt kümmern wir uns dann gleich. Wie gesagt, jetzt gucke ich erstmal nach dem Schatz. Beziehungsweise nach dem Vorweg. Oh, schau mal! Wo kommt die denn her? Wo kommst du denn her? Wer hat dich denn ausgebuddelt? Ich war's nicht. Ich hätte dich bemerkt. Ich hätte sie bemerkt. So. Die hat sich angeschlichen, Leute. Die hat sich angeschlichen. Yes. Also, jetzt geht's aber los hier, oder? Jetzt geht's aber los. Kommen die denn auf einmal alle her? Warte mal. Gibt's ja nicht. So.
Oh, gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sag mal. Ey, was stimmt nicht mit euch? Weg. 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 Hey. Nicht bescheißen, ja? Ich bitte euch. Ach, da kommt noch ein Halbi. Ach, herrlich. Ist immer schön, wenn man nicht vorwärts kommt. So. Hoffentlich ist jetzt Ruhe. Ai, 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 ai. Oh, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Dankeschön. Ja, ich weiß, jetzt kommen ganz viele wieder. Fangen wir mit dir an. So. Hallöchen. So. Ey. Hau die einfach mal zur Seite ab. Ich fasse es ja nicht. Ey, die lebt ja noch. So, weg. Servus. War bei Bester. So. Der ist auch hin. Haben wir Ruhe? Wir haben Ruhe. So, Leute, warte mal, warte mal. Jetzt haben wir hier. Bauplan Bunkerknacker haben wir gekriegt. Lernen wir natürlich. Und hier Bauplan Auslösergruppe Halbautomatik-Mod. So, wird natürlich auch gelernt. So, und dann können wir nämlich direkt jetzt erstmal zurückgehen. Und dann können wir nämlich erstmal unsere Belohnung abholen. So, pass auf. Ganz schnell, natürlich, ja. Wir kriegen nämlich heute noch ein, zwei Aufgaben rein, wenn wir uns beeilen. Wenn wir uns beeilen. Obwohl das Fahrrad nicht das schnellste ist, merkt man halt trotzdem, dass wir trotzdem schneller unterwegs sind. Ach ja, es ist auf jeden Fall schneller als zu Fuß. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut so. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir haben auf jeden Fall mehr Lagermöglichkeiten. Ja, also wir können auf jeden Fall etwas mehr looten. So, okay, Get Hammer, Handyland, Magnum, okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal... Hier, Get Hammered. Das machen wir jetzt mal. So. Okay, dankeschön. Hast du weitere Aufgaben für uns? Und zwar bin ich daneben hier in 393 Meter. So, dankeschön. So, dann gehen wir mal her. Wir kriegen schon wieder fast einen Punkt, Leute. Yay, es läuft. Und da, hier, guck mal, da ist der nächste Punkt. Der laufende nächste Punkt. Yay. So, komm her, beweg dich. So, da ist auch noch einer. Jawohl, ja. So. Ach, herrlich. So, und jetzt mache ich genau das, wofür das mich dann da ist. Sortiert wird später. Und das hier lernen wir jetzt. Get Hammered. Steinvorschlaghammer freigeschaltet. Stufe 4. Okay. Nein, das wollte ich nicht. So, pass auf. Okay, gleich weiter zur nächsten Aufgabe, Leute. So, und zwar in 350 Meter. Was eine Hütte, Leute. Ärger im Plattenbau. Wird lustig. So, wollen wir mal direkt reingehen. So, okay. Gibt es hier was an der Seite? Ja, hier sehen wir schon mal Müll. Sandwich wird erstmal mitgenommen. Später wird sortiert, Leute. Später wird sortiert. Hallöchen, jemand zu Hause? So, schauen wir noch mal, was wir hier so finden. Da ist natürlich schon jemand. Hallöchen. So. Einmal umgenockt. So, gute Nacht. So, okay, wollen wir uns mal hier schnell ein bisschen umgucken. Ah, es wird natürlich dann auch wieder viel besser, wenn wir dann irgendwann auch wieder eine Lampe haben. So, okay, warte mal, was habe ich jetzt hier? Hühnersuppe. Hühnersuppe hat kein Rezept, kann ich so zu mir nehmen. Das ist schon mal sehr gut. So, kriege ich mich auch ein bisschen trinken drauf, das ist auch gut. So, das hier kann ich lernen. Kürbiskuchen freigeschaltet. Immerhin etwas. So, die werden zerlegt. So, okay. Hier war dann nichts mehr gewesen. Das ist leer, das ist leer. Okay. Natürlich. Natürlich sind wir hier nicht alleine. So, leg dich hin. So, macht. So, noch jemand hier? Nein, alles Klärchen. So, da ist nichts. Da ist nichts.
Hier ist auch nichts. Okay. Die sind auch leer. Ja, in der Dunkelheit sieht man das halt nicht so gut. Leider, leider. Hallo? Jemand hier? Da kommt jemand um die Ecke. Hallöchen. Einmal Gong verpasst. Ach. So. Okay, was haben wir hier drin? Okay, alles klärchen. So, schauen wir mal hier rein. Da ist nix, da ist nix. Okay, schauen wir mal hier drüben. Da ist auch nix. Ein bisschen Papier. Und Kürbis, jawohl. So, Leute. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier geht das nicht raus. Hier geht's raus. Oh, hier wird bestimmt ein Hund sein, Leute. Hier ist bestimmt ein Hund. Ich weiß es jetzt schon. Sorry, beim Hund habe ich kein Vertrauen. Ach, und so ein Vieh, ey. Und tot. Tata. So, okay. Schauen wir mal da rein. Jawohl, bestes Pipi-Wasser. Knochen kann man auch gebrauchen. Kleber, Leute. Für Kleber. So, dann geht's hier hoch und rüber. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich hätte eigentlich wissen müssen. Ich habe die Hütte schon öfters gemacht. So. Haben wir das Problem gelöst? Hoffentlich. So. Erstmal hier reingucken. Okay. Wird mitgenommen. Wird auch mitgenommen. Okay. So. Die hier kann ich zerlegen. So. Okay. Hallo. So, da ist nichts drin. Wenn ich zwischenzeitlich mal ein bisschen ruhiger bin, macht euch da keine Gedanken. Ich versuche mich einfach nur zu konzentrieren. So, Papier, hier ist nichts. Okay, was haben wir hier drüben? Oh, schauen wir mal hier. Natürlich, wieder bestes Pipi-Wasser, Leute. Hier ist nichts. Oder doch? Oh, die kommen von dort. Oh, die kommen von dort. Scheiße. Hau ab. Hau ab. So. Oh ja. Yeah. So, haben wir jetzt. Okay. Ein Sandwich. Hier ist nichts. Gucken wir mal hier. Okay. Tja, leider nichts, Leute. Leider nichts. So. Habe ich den schon reingeguckt? Hier habe ich schon reingeguckt. Okay. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Schuhe. Aber keine Schuhe drinne. Schade. So. Ich versuche mich halt immer ein bisschen genauer umzugucken, Leute, damit ich sehe, was die Sache ist. So, hier. Okay, okay. Hübsch, 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 hübsch. So, das heißt, wir müssen dann gleich hier hoch. So, schauen wir mal da rein. Oh, Kohle. So, was sagt unser Inventar? Okay, dankeschön. Doodly. So, warte mal. Jetzt, wo wir gerade schon hier sind, wir haben jetzt wieder zwei Punkte. Wir können doch mal hier kurz gucken, was hier Sache ist. So, ich könnte zum Beispiel jetzt mal auch hergehen und könnte hier mal auch Packesel machen, damit wir generell hier schon mal ein bisschen mehr tragen können. Guck, hier. Jetzt können wir nämlich hier viel mehr tragen. Das ist geil. So. Damit wir nicht ständig immer so überlastet sind. So. Okay, einmal hier hoch. Hallöchen. Jemand zu Hause? Natürlich. Nachbarraum. So, das zerlegen, das zerlegen. Ach, warte, hier auch noch das zerlegen. Haben wir schon gefragt, wo du bleibst? So, gute Nacht. So, schauen wir mal, was wir hier so Schönes finden. So, Kaffeemaschine. Natürlich Kaffee drin. Jawohl. So. Jetzt legen wir mal ein bisschen die Einrichtung. Hier ist nix.
Hier ist auch nichts. Bade. So. So. Gute Nacht. Oh, Bücherlein. Jawohl, dankeschön. So, was haben wir hier? Sharp Sticks. Steinspeer freigeschaltet. Qualität 5. Leute, da muss man mich nicht lange fragen. Da muss man mich nicht lange fragen. So, da wird der hier direkt zerlegt. So, Steinspeer Qualität 5. Dauert einen kleinen Moment. Wir sind gleich wieder bewaffnet. So, und tata, da ist er schon. Ach, herrlich. So, okay. Jetzt habe ich hier aber, ja, habe ich. Sehr schön. So, hier ist nichts. Da haben wir noch was. Jawohl. So, was haben wir hier drin? Okay. Amaranth ab. So, mal gucken, was wir da jetzt kriegen. Nichts natürlich. Schade. Schade. So, da ist ein bisschen Stoff drin. So, was haben wir hier? Geht's hier raus? Hier geht's raus. Okay, alles klar. So. Da war auch jetzt so nichts gewesen. Oh, wo müssen wir hier hin? Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Wir müssen jetzt dort rein. So. Oh. Jawohl, ja. Tata. Direkt mal mit dem neuen Speer eine gefeuert. So, was haben wir hier drin? Stoff. Und noch mehr Stoff. Alles klärchen. So, gucken wir mal direkt hier. Hier ist aber auch nicht wirklich was. Okay. Okay, hier bin ich nicht alleine. Weg. Weg. Oh, ja, komm her. Da, kriegst du. So, sehr schön. Guck mal, alles freigeräumt. So, da ist ein Toter. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Oh, was ist hier? Aha. Der wäre da heimlich rausgekommen, Leute. Okay, aber hier werde ich leider nichts mehr Sinnvolles finden. Jetzt gucke ich erstmal hier. Pass auf. So, hier ist wieder ein bisschen Kohle drin. Hier haben wir wieder ein bisschen Pipiwasser. Das beste Pipiwasser der Welt, Leute. So, da habe ich noch was. Oh, jetzt kommt wieder dieser bescheuerte Nebel, ey. Naja. So, schauen wir mal. Ja, Munition. Munition kommt immer gut. Munition ist cool. So, schauen wir mal hier rein. Danke. Das hätte ein Buch sein können. Heftchen. Sonst irgendwas. Bauplan. So, Bauplan, Panzerplattenmod. Dankeschön. Okay. Hier ist noch ein Buch. Warte mal. Hier, Ödlandschätze, Band 7. Spülbecken. So viele Zombies und so wenig Patronen. Hier ist ein Trick, den ich gelernt habe, um mehr Blei und Messing aus Spülbecken und Rohren zu sammeln. Jawohl. Wird gelernt, Leute. So. Warte mal, den Bogen, den kann ich direkt zerlegen. Dankeschön. So. Okay, das hier nehme ich mit. Das mache ich platt. So, hier haben wir noch mehr Zeug. Jawohl, warte mal hier. Medical Journal. So. Konnte aber leider nichts lernen. So, was haben wir hier noch drin? Warte, das hier ist Sharp Sticks. Und konnte ich auch nichts lernen. Aber egal, wir kommen langsam voran, Leute. Langsam kommen wir voran. So, dann einmal hier aufmachen. So. Da drüben waren wir dann, glaube ich, überall drin gewesen. Leute, damit haben wir es. Hauptsache, wir haben die Aufgabe erfüllt. Und wir liegen sogar noch gut in der Zeit. Sehr gut in der Zeit. So, das hier wird jetzt erstmal zerlegt. Ich gehe hier trotzdem nochmal schnell durch. Ich gucke nochmal, ob hier noch irgendwas mit dabei ist, was wir vielleicht gebrauchen können oder so. So, könnte ja sein, dass hier irgendwas mit dabei ist. So, warte. Okay, scheint aber jetzt hier nicht so der Fall zu sein. Okay, das heißt, wir haben hier alles durch, Leute. Wir können zurück zum Händler und können uns unsere
wohlverdiente Belohnung holen. Da sind noch Eier, die nehme ich mit. Dankeschön. So. Ach, der Mülleimer, den habe ich vergessen. Den hätte ich ja fast vergessen. Ich gucke immer gerne in den Mülleimer rein, weil Leute, es gibt auch diese Legendary Parts. Einige von denen habe ich tatsächlich aus Mülleimern. So, okay, warte mal, was habe ich jetzt hier alles noch mit dabei? Okay, 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 okay. Da in den Mülleimer will ich auch noch schnell reingucken. So, okay, alles klar, das war's. Jetzt go home. Du, du, du. Schnell die Belohnung geholt. Dann sind wir mal gespannt, was der Händler jetzt für uns hat. Aber erstmal soll ich das Zeug ausräumen, was ich jetzt habe. Wie gesagt, ich mache wieder das alte System. Einfach erstmal alles rausschmeißen, was mir gehört. So, alles andere geht dann mit zum Händler, was ich ihm verkaufen möchte. So, warte mal, das möchte ich ihm verkaufen tatsächlich. So. Da, 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 da. So, Kochtürme habe ich zwar schon, aber ich behalte trotzdem mal. So, das da, das da, das da. Das wird ihm verkauft. Das, 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 das. Das und das bleibt alles hier. Dankeschön. So. Ich kann ja nicht das ganze gute Zeug verkaufen. Das geht ja nicht. Ne? So, pass auf. Hallöchen. Fertigungspaket. Jawohl. Das ist immer ein Checkpot. So, gleich nächste Aufgabe mitnehmen. So, nehmen wir jetzt hier die 317. Flip. Go do the goddamn job. La 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 la. So. Okay, warte. Ach, jetzt habe ich ihm das Zeug nicht verkauft. Ach, was bin ich ein Idiot. Warte mal, ich mache das jetzt so. Wir sind jetzt momentan nicht so drauf angewiesen. Ja, sammeln wir erstmal ein bisschen. So, erstmal hier reingeguckt. Hier. Get hammered. So. Scheibenvorschlagkammer freigeschaltet. Qualität 5. So, dann haben wir hier Electrical Traps. So, nichts bekommen. Sharp Sticks. Und Steinsperr freigeschaltet. Qualität 6. Geil. Richtig geil. Und Eisensperr freigeschaltet. Qualität 1. Oh, den will ich haben, Leute. Den will ich haben. Okay, ganz schnell Eisensperr. Aber ich glaube, dafür muss ich dann erst Dings machen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eisensperr, Eisensperr, Eisensperr. Wo ist er? Wo ist er? Warte mal, ich gebe einfach nur Speer ein. Warte. Nein, da, so, Speer, so, Eisenspeer, da, geschmiedetes Eisen 16, Holz, das, okay, warte mal, ich guck mal, habe ich da schon was gesammelt, Rohstoffe, geschmiedetes Eisen, nee, ja, aber ich habe Stahl, ja, toll, so, warte mal, Eisen, wie viel wollte er haben davon, warte, warte, ich gucke, Eisenspeer, verfolgen, er will 16 Stück haben, kriege ich 16 Stück hin? Oh, ich kriege noch nicht mal geschmiedetes Eisen hin. Oh, okay, warte. Okay, warte, 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 warte. Ich habe doch hier gesammelt. Warte mal. So, ich habe hier. Zack, das brauchen wir. So. Das einmal da rüber. Quatsch, warte. Wo bin ich zu Hause? Da bin ich zu Hause. So, das hier rein. Okay, jetzt kriegen wir Lehm da rein. Aber Leute, ich werde das wohl nicht hinkriegen. Ich schaffe das wohl nicht. Ich schaffe das wohl nicht. Das funktioniert nicht. Das dauert zu lange. Okay, Leute, wir machen erstmal die nächste Aufgabe. So, pass auf. Ich habe jetzt hier noch die ganzen Sachen drin, die ich brauche. Und ich habe Durst, sehe ich gerade. So. Okay. Wo müssen wir hin? Da kriegen wir erstmal Besuch, Leute. Warte. So, Nacht. So, warte. Hat sich auch nochmal einen Punkt gekriegt? Jawohl. Okay, warte. Glückliche Sammler. Ja, hier. Nee, warte mal. Erstmal was anderes. Wo war das gewesen? Donnerbüchse, Schädelbrecher. Das war hier Maschinengewehrschütze. Da konnte ich jetzt leider noch nichts machen. Konnte ich hier noch einen Punkt drauf geben? Ging das? Nee, da will er aber zwei Punkte haben. Okay, warte. Revolverheld. Tiefe Wunden. Hier habe ich noch so gut wie gar nicht gelevelt. Okay, okay, okay. Komm, ich mach mal hier hin. Wir müssen ja langsam vorwärts kommen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich habe gar nicht aufgepasst. So, warte. Tun wir das jetzt mal wieder weg. Wir müssen dort in die Richtung. Okay. Gehen wir erstmal dort lang, Leute. Ja, Leute, der Friedhof. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ach, herrlich. Ach, okay. Machen wir den halt. So, ist der offen? Der ist offen. Okay, alles klärchen. So, pass auf.
Zack. Schauen wir mal. So, ihr seid mir ausgeliefert. Oh oh, Verale, Verale, das ist nicht gut. Verale ist gar nicht gut. So. Okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. So. Die dürfen mich jetzt nicht alle machen. Das wäre ganz übel. Guti. Was willst du denn? Du klopfe an, so wird dir aufgetan. Ne, dann wird dir aufgetan, glaube ich, war das gewesen. So, okay. Mal schnell gucken, was gibt's denn hier? Also das Gebiet ist auf jeden Fall noch nicht gesäubert. Ja, scheiße. Wo kommt ihr denn alle her? Hey! Mistvieh, bescheuertes. Ach, das wäre der Hala mit dabei. Okay, der ist hin. Haben wir Ruhe? Okay, wir haben Ruhe. Eieiei. So, hier ist keiner mehr. Okay. Wenn der war ja klar. War ja klar. Hallöchen. Sind Verale mit dabei? Sehr schön, geschafft, Leute. Das haben wir geschafft. Okay, hier ist nichts, da liegt was. Okay, danke. Oh, 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 oh. So, was ist hier drin? Okay, damit kann ich auch leben, das ist auch sehr gut. So, Belohnungskiste. Was ist das hier? Automatische Waffen, Trommelmagazin. Du kannst Trommelmagazin-Mods für automatische Waffen und Geschütztürme fertigen. Yes, Trommelmagazin. Richtig gut, Leute. Richtig gut. So, hier ist auch noch ein bisschen Munition, aber leider nur Rotz. So, was haben wir hier noch drin? Gips, Leute. Gips. Eigentlich die Sache, die man immer dabei haben sollte. So, jetzt wieder. Go home. Bin mal gespannt, was der Händler jetzt für uns hat. Die Ausbeute war zwar nämlich jetzt nicht schlecht gewesen, ja, aber es geht immer noch ein bisschen besser. Und ich hoffe natürlich dann später, wenn wir natürlich passend gelevelt sind, dass wir da noch einiges mehr zusammenbekommen. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir hierher. Jetzt räume ich erstmal hier wieder aus. Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. So, warte mal. Das hier kann ich doch eigentlich gleich essen. Hier, Wildbreteintopf. Gleich reinpfeifen. So, das bleibt hier. Hier, ich habe jetzt auch langsam mal echt hier gut Munition. Das ist auch sehr gut. So, das hier bleibt da, das bleibt da, das bleibt da. Knochenmesser 5. Das ist sehr gut. Das hier kann ich dann zerlegen. So, so, so. Dankeschön. So, und jetzt rennen wir mal ganz schnell rüber zum Händler, weil ich möchte gerne wissen, was der jetzt für uns hat. Weil es wird bestimmt interessanter und interessanter, umso weiter wir kommen mit den Zeitschriften. So. Das ist jetzt wieder eine Zwickmühle, Leute. Das ist jetzt wieder eine Zwickmühle. Fertigungsfertigkeit per Zeitschriftenpaket oder die Kunst des Bergbaus Band 4. Oh, da hoffe ich immer, dass er das Fertigungszeitschriftenpaket, wenn ich das nehme, dass das hier dann immer noch bei ihm im Angebot ist. So, zack, machen wir jetzt so. So, gucke ich mal gerade in sein Inventar. Schauen wir mal. So, und er hat es natürlich nicht hier drinne. Oh, was für ein Drecksack, ey. Ach, scheiße. Scheibenkleister. So, den Blasebike, den nehme ich mir auf jeden Fall schon mal mit, Leute. Den will ich auf jeden Fall haben. So, Bowhunters brauche ich jetzt nicht.
Was war das hier gewesen? Bist du es leid, gemobbt zu werden? Verleiht deinen Rivalen dicke Lippe mit einem Schlagring? Brauche ich auch nicht. Schrotflinten Messias brauche ich jetzt auch nicht. Das ist auch alles Blödsinn gerade. So, okay, 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 okay. Das ist jetzt erstmal alles nicht interessant. Ja, du mich auch. Alles lächeln. Haben wir nämlich das jetzt erstmal erledigt. Sehr schön. So, pass auf. Jetzt kommen wir mal hier rein. Öffnen. Was haben wir hier drin? Sharp Sticks. Und dann haben wir hier drin Tactical Warfare. So, selbstgebautes Maschinengewehr freigeschaltet. Qualität 5. So. Mache ich aber nicht im Moment, weil ich warte direkt auf die AK. So. Dann haben wir hier noch Scrapping for Fun. Haben wir leider auch nicht gekriegt. Okay, alles klar. Wir hauen jetzt erstmal den Blasebalg erstmal in die Schmiede rein. So. Davor gucken wir erstmal, für was ist der eigentlich gut? Schmelzgeschwindigkeit der Schmiede plus 50%. Yes. So, das bedeutet, kommt jetzt erstmal hier rein. So, flupp und flupp. Sehr schön. So, dann geht die ganze Sache nämlich etwas schneller. So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Leben drin. Jetzt kann ich nochmal gucken, Leute. Jetzt abschließend gucken wir nochmal ganz schnell nach dem Speer. So, Eisenspeer. Das waren 16 geschmiedete Eisen. So, erstmal wieder hier verfolgen. So, pass auf. 16 Stück. Jawohl, kriege ich hin. Cool. So, was brauchen wir noch dafür? Holz habe ich. Wir brauchen noch Leder und Klebeband. Jeweils zweimal. So, zweimal. Leder, auch zweimal. So, haben wir. So, jetzt brauchen wir nur noch die Dinger hier. Aha. Ich habe schon mal den alten Steinspeer wieder zerlegt, obwohl wir ihn erst nur ganz kurz hatten. Ja, aber jetzt haben wir hier das fertig. So, pass auf. Dankeschön. Ah, herrlich. So, fertig. Jetzt kriegen wir nämlich gleich den Eisenspeer. Das ist cool. Da freue ich mich drauf. Und dann haben wir nämlich hier ganz, ganz neue Möglichkeiten. Da macht nämlich dann richtig ordentlich Damage. So, weil wie gesagt, über bessere Waffen bin ich immer richtig glücklich, wenn ich dann wirklich die Zombies einmal umklatschen kann und weg sind sie. Das ist richtig cool. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier dann noch drin haben. Weil ich kann nämlich ja gleich hierher gehen und kann schon gleich wieder Sachen einschmelzen, solange hier nämlich die Kapazität gegeben ist. So, schmeißen wir ja auch gleich wieder was mit dazu, damit es auf jeden Fall so lange wie möglich läuft. Hier habe ich auch noch was. Das kann auch gleich hier mit dazu. Guck mal. Wenn schon, denn schon. So, wird es wenigstens gleich alles eingeschmolzen. So, okay. Wir haben noch 1:57. So, ich werde aber jetzt auch heute hier nichts mehr machen. Ich mache hier heute jetzt nichts mehr, weil, wie gesagt, das würde sich auch nicht lohnen. So, was habe ich jetzt hier noch drin? Ah, hier, guck mal. Vorräte. Vorräte. Erstmal hier das Trinken rein. So, dann hier fertiges Essen. Zack, zack. Rein mit. Und so kriege ich nämlich auch langsam Vorräte. Und dann sieht das gut aus, weil ich werde das nämlich dann so machen, dass ich dann zwischen den Folgen hier wenigstens schon mal die Kiste wieder aufräume, das, was ich gesammelt habe, damit wir hier auf jeden Fall richtig schön Ordnung haben. Und dann werden wir nämlich dann in der nächsten Folge nämlich dann die weiteren Aufgaben machen. Ich hätte ja zwar auch eine Nachtaufgabe annehmen können, aber ganz ehrlich, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich will jetzt erstmal sehen, dass ich hier erstmal schnell meinen Speer dann fertig habe. So, warte mal, ich kann mal hier in der Zwischenzeit gerade mal hergehen. Weil ich brauche ja zwischenzeitlich mal wieder mal ein paar Fasern. Weil sobald ich mich die Möglichkeit habe, das waren nämlich auch Ödlandschätze gewesen. Ödlandschätze. Da gibt es nämlich ein Buch. Sobald du das nämlich hast, kannst du nämlich aus den Fasern, kannst du nämlich Stoff herstellen. Und Stoff ist nämlich immer wichtig. Stoff kannst du immer gebrauchen. So, deswegen nehme ich das hier direkt mit. Ich will mal gerade kurz gucken, was habe ich denn hier alles jetzt an Sachen? Warte mal. Könnte ich jetzt schon Stoff herstellen? Da fehlt mir, glaube ich, immer noch das Buch dafür. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Stofffetzen. Doch, ich hatte es schon gehabt. Ich hatte es schon. Ist ja geil. Baumwolle, Stofffetzen. Ich kann beides herstellen. Das ist geil. Guck mal hier. Ich hatte das Buch anscheinend schon gehabt. Das ist cool. So, das heißt, ich kann jetzt Stoffe ganz viele herstellen, weil Stoffe werden immer gebraucht, Leute. Gerade was auch Verbände angeht und so. So. Okay, warte mal, der Speer ist jetzt gleich fertig. Den kann ich unten gleich schon auf die 3 legen. Dann sind wir da nämlich auch ready. Und. Ha, herrlich. Auch wenn er nur Stufe 1 ist, ist mir egal. Guck mal, der macht hier Nahkampfschaden, macht er 19,4. Schaden durch kräftige Angriffe, macht er 39. Ach, herrlich. So, warte mal, vielleicht habe ich schon gleich eine Mod, die ich da draufballern kann. Hier zum Beispiel, gezählt das hier.
kommt. Wir gucken mal, ob das hier drauf geht. So, warte mal. Verändern. Lupp. Das sieht schon mal gut aus. Und was habe ich noch am Mods? Was ist das hier? So, verwendet gegen Holz. Okay. Dann können wir verringert die Abnutzung. Komm, den machen wir auch noch drauf. Den machen wir auch noch drauf. So, zack. Blub. Haben wir gleich schon mal einen optimalen Speer. So. So sieht die Sache dann aus. Richtig cool. So, Leute, aber jetzt muss ich euch leider enttäuschen, weil heute ist nämlich mit der Folge hier Feierabend. Okay, so. Und zwar seht ihr mich jetzt hier an der Seite ein weiteres Video plus ein weiteres Video und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Kommt gerne meine Livestreams, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video und ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen und ciao, tschüss.